Marc Schlobach. Ja, Moment, ich geh jetzt rein. Transportleiter beim Pianohaus Hübner in Trier. Eins, zwei, drei. Gut, langsam. Und das ist sein Alltag. Alter, aber gut schwer. Das schwerste Klavier von allen. Gemeinsam mit seinen Kollegen wird er dann gerufen, wenn gewöhnliche Umzugsunternehmen dankend abgelehnt haben. Einsatz in Saarburg. Ein Zahnarzt hat seine Wohnung renoviert und den Flügel so lange unterm Dach geparkt. Das ist ein Gewichthebergurt, die benutzen wir dafür, dass uns hinten die Wirbel nicht rausfliegen. Ne? Und es unterstützt ein bisschen auch die Haltung, dass man schön den Rücken gerade hält und gar nicht erst einen Buckel macht oder sowas. Jetzt soll der Flügel zurück ins Wohnzimmer. Ebene Wegstrecken schaffen sie mit dem Rollwagen leicht. Aber dann kommt die Treppe. Also es ist ein bisschen aufregend, weil hier alles neu ist. Sie sehen, hier ist alles renoviert worden, alles frisch gestrichen. Die Holztreppe wurde neu überarbeitet. Das macht es natürlich ein bisschen anspruchsvoll so. Aber ansonsten ist das jetzt ein kleiner Flügel und dann sollte da an sich nichts passieren. Ein kleiner Flügel, der immerhin 300 Kilo wiegt. Warte, mach den Wagen weg. Ja, mach den. Okay. Jetzt kommt er nämlich zum... Okay, wir gehen nach vorne drauf. Habt ihr den? Ja. Ja. Ja, jetzt immer wie viel gut das zu ziehen. Das war rein. Oh, oh, der Sturz. Ja, ja, passt aber, passt. Geht. Der schwierigste Teil des Auftrags ist schon mal geschafft. Jetzt müssen sie das gute Stück nur noch wieder aufbauen. Ein paar Monate lang stand der Flügel auf dem sogenannten Holzschlitten. An ihm können sie beim Transportieren auch die Tragegurte festmachen. Der Rest ist nur noch Kleinkram. Füße montieren, das Instrument platzieren. Na, okay, eins, zwei, drei. Ja, ich denke, so ist cool. Und, wie immer, sauber machen. Der Job in Saarburg ist erledigt. Jetzt geht es zurück nach Trier, nach Hause. Zum Pianohaus Hübner. Der Betrieb verkauft, repariert und transportiert Flügel und Klaviere. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Bürokaufmann. Und habe nebenbei, wollte ich das Gehalt ein bisschen aufbessern, und habe dann noch einen Nebenjob gesucht. Dann ist man damals noch zu einer sogenannten Jobbörse gegangen, also richtig irgendwo an so ein Pinbrett, wo man sich die ganzen Adressen rausgeschrieben hat. Und da war Pianohaus Hübner dabei mit Klaviertransporten. Konnte ich mir nichts drunter vorstellen. Ne? Bin ich mal hier hin, habe mir das angeguckt, da haben wir ein sogenanntes Probetragen gemacht. Da hat dann der Chef und der Klavierbaumeister uns gezeigt, wie man hier im Treppenhaus ein Klavier trägt. Einmal rauf, einmal runter. Und so hat sich das dann entwickelt. Also ich habe dann meinen Bürokaufmann noch zu Ende gemacht und wurde dann hier übernommen. Ja, jetzt passt. Das Pianohaus verkauft Flügel bis ins Saarland und nach Luxemburg. Da kommen schon einige Transporte zusammen. Nach den ersten zwei Jahren, als ich hier angefangen habe, da war ich noch jung und habe mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Da hat man nur schnell und sich noch keine Gedanken über die Haltung gemacht. Und da hatte ich direkt nach zwei Jahren tatsächlich einen Bandscheibenvorfall. Hier unten im Lendenwirbelbereich. Und der wurde dann operiert. Da hatte ich schon Angst, dass ich den Job nicht mehr weitermachen kann. Aber das war mir eine Lehre. Seitdem achten wir sehr auf Haltung. Wir trainieren extra, ne, für diesen Job. Wirklich Rumpf, Po, Bauch, alles wird trainiert, damit wir stabil sind. Ne? Wir pfeifen uns gegenseitig direkt an, wenn einer krumm ist. So, ne? In einer Halle im Gewerbegebiet von Trier hat das Pianohaus noch weitere Flügel gelagert. Und hier ist auch die firmeneigene Muckibude. Hallo, Eddie. Der Chef hat die Geräte spendiert, damit seine Leute fit bleiben. Schon bald kommt ein Großauftrag auf sie zu. Da muss jeder in Topform sein. Das ist jetzt gar nicht unbedingt nur Krafttraining, es ist auch viel Dehnen. Und letztendlich, umso mehr Kraft wir haben, umso einfacher ist der Job für uns. Ne? Dass man auch mal wirklich das Gewicht halten kann. Man wartet, weil oben einer Probleme hat, der muss noch irgendwie um die Ecke fummeln. Und dann muss man unten ruhig bleiben und kann nicht anfangen zu zittern. Und irgendwann sackt alles zusammen. Ne? Und dafür ist dieses Training halt gut. Wir haben jetzt nicht die dicksten Oberarme, aber hier in der Mitte, da sind wir stabil. Gell? In den kommenden zwei Tagen sollen die Klavierpacker aus Trier 13 Klaviere und 5 Flügel schleppen.
Der Auftrag führt sie nach Luxemburg, in den Ort Pétange. Die Musikschule zieht um. Zuerst verschaffen sie sich einen Überblick. So, ihr seht, das hier ist nur so ein Schulklavier. Die sind ja nicht ganz easy. Die kriegen wir gut dadurch, das ist kein Problem. Okay. Gut, nee, auch kein Problem. Okay, das ist schon ein bisschen schwerer. Gut, dann sind es 3 Stück hier oben. Ja, und der Flügel, den ist ja dann eher für morgen wahrscheinlich. Gut. Wird auch eine Hose drüber gemacht, ein bisschen so als Stoßschutz und ansonsten bleiben die direkt so. Also wir bauen die nicht groß auseinander. Ne? Da kann man auch nicht viel abnehmen, höchstens noch den Oberrahmen, Unterrahmen. Dann hat man nochmal so 30 Kilo gespart, aber das lohnt sich meistens nicht. Ne? Und dann geht's auch schon los. 1, 2, 3. Die Klaviere wiegen zwischen 200 und 260 Kilo. Also es gibt bei uns immer die Obenträger und die Untenträger, so nennen wir das. Der Untenträger, der hat nur so einen Einriemengurt, damit er seitwärts zum Klavier gehen kann. Das ist wichtig, damit man nachher, wenn das Klavier dann von oben kommt, sich ein bisschen bewegen kann, wenn man das so gerade auf der Brust hat, ne, dann bricht einem der Rücken. Und so seitwärts hat man die Chance, sich ein bisschen zu bewegen, gerade in den Kurven dann wichtig. Und der Obenträger, der hat einen Doppeltriemengurt, der kann sich dann schön gerade vom Klavier wegdrücken und trägt das dann vorwärts runter. Ne? Ready? Yep. 1, 2, 3. Die enge Treppe in dem alten Gebäude macht es nicht gerade einfacher. Das Anstrengendste hier ist eigentlich, dass einem so die Luft weggedrückt wird von dem Klavier und von dem Gurt. Ne? Das macht es ein bisschen unangenehm. Ansonsten geht es eigentlich für uns vom Gewicht. Das erste Klavier haben sie schon mal gut nach unten gebracht. Aber 12 weitere und 5 Flügel warten ja noch. Das nächste Klavier, die nächste Treppe. Man kommt jetzt direkt hinter ein Fenster, das ist eine Ausbuchtung. Ne? Die kannst du aber schön nutzen. Noch ein bisschen, dann seid ihr hier mit der Rolle vorbei. Noch ein bisschen, ja, jetzt seid ihr vorbei. Marc Schlobach dirigiert seine Mitarbeiter. Nach innen habt ihr noch gut Platz. Also ich war noch vorbei. Alles ja. Und ab. Mehrmals werden sie hin und her fahren müssen, denn nur 4 Klaviere passen in den Transporter. Ich bin jetzt bald im 20. Jahr, das hätte ich damals auch schon nicht geglaubt, dass ich das mal 20 Jahre mache. Aber ich habe nichts, also mir geht's gut, warum nicht? Ne? Ein kurzer Moment zum Verschnaufen. Eddie kann nicht nur tragen, Eddie kann auch spielen. Ne? Okay. Ja. Beim nächsten Klavier gibt es Probleme. Ja, sie stecken fest. Und sie hängen. Okay. Let's try to straighten it. Könnt ihr noch? Can you go ja. One step back a little bit? Farai, drück mal ein bisschen zu mir. Zu dir? Ja. Okay. Der geht noch zurück. Oh, sie müssen abbrechen. Und erstmal wieder zurück nach oben. Ja, das ist halt echt wichtig, Ruhe zu bewahren. Keine Hektik, kein Stress, nicht rumschreien. Ne? Also jeder soll früh genug Bescheid sagen, wenn er nicht mehr kann, brechen wir ab. Man muss aber immer noch mal die Kraft haben, es zurückzubringen. Wir können jetzt nicht auf der Treppe ablassen. Ja, also wenn einer hinfällt, dann fallen alle, dann ist vorbei. Also man muss sich schon vertrauen hierbei. Ich gehe ganz nach außen. Zweiter Versuch. Marc trägt jetzt unten selbst. Ja, work. Warte jetzt. Okay? Ja. Das wird jetzt voll auf den Schlag. Alright. Here it is. It's gonna go. It's gonna go. Here it goes. Here it goes. Yep. Okay. It's a hard one. Das war. Micha, geht's dir gut? Ja, ja. Also so habe ich in der Mir noch nicht gesagt. Wenn der unten Probleme hat, muss der oben Geduld haben und warten, bis der unten klargekommen ist und kann dann weitergehen. Also letztendlich ist es einfach Geduld haben, ruhig bleiben, konzentriert bleiben und Kommunikation. Mit den ersten 4 Klavieren an Bord kommen sie beim neuen Standort der Musikschule an. Ein imposantes Gebäude, noch im Bau. Es gibt zwar einen Aufzug, aber der funktioniert noch nicht. Oh.
Also T116 kommt in den IN12. Ah ja, da sind Sie. Musikschulleiter Paul Ohriger weiß, wo die Klaviere hin müssen. Die Zeit drängt, denn der Musikunterricht soll schon in ein paar Tagen starten. Kurze Pause. Die Klavierträger bekommen ein Grundgehalt plus Bonus obendrauf. Und der wird nach Etagen abgerechnet. Und dann sind wir eigentlich durch. Wenn einer jetzt 5 Etagen hat, kriegt er 5 Etagen bezahlt. Der andere hat vielleicht 6, der andere nur 3, je nachdem. Wir freuen uns auch mal, wenn es ein kleines Klavier ist, ein leichtes Klavier ist, ein einfaches Treppenhaus. Dann freuen wir uns eher für den Bonus, anstatt dass wir da stehen und irgendwie Angst vor der schweren Arbeit haben. Für mich ist gut. Ja. Geh noch einer, stehst du gut? Ja. Dann hängen sie wieder in ihren Gurten. Mit jedem Klavier, das sie schon getragen haben, fühlt sich alles noch schwerer an. Solange der persönliche Rekord, zumindest mein persönlicher, bei 14 Etagen. Das war so eine ähnliche Aktion wie heute in einem Schulgebäude. Wurden auch mehrere Klaviere transportiert, deswegen bin ich mal gespannt, ob wir das heute... Sind wir hier noch weit entfernt? Noch gar nicht mal so weit. Ich bin bei 8,5, die Kollegen auch bei 7 oder 9. Das heißt, wir kommen in die Richtung. Ui. Sobald die Klaviere stehen, müssen sie erst mal ruhen. Die Heizkörper sind erst Ende letzter Woche gekommen. Das heißt, die Räume sind noch nicht optimal temperiert. Und wenn die mal eine Zeit geruht haben, dann kommt die Firma noch mal vorbei und werden die dann stimmen. Zurück nach Trier zum Pianohaus Hübner. Dort warten noch die richtig schweren Brocken. Die Musikschule hat nämlich 2 mittelgroße Flügel und einen großen Konzertflügel gekauft. Also 380 Kilo, 400 Kilo wird er schon haben, ne? Ja, und dann sind die immer noch empfindlich, die Dinger. Man darf nirgendwo gegenstoßen, gell? Das ist immer so die Schwierigkeit bei dem Transport allgemein. Schwer und empfindlich. Eine Stunde später stehen sie schon wieder vor dem Neubau der Musikschule in Pétange. Zuerst ist einer der mittelgroßen Flügel dran. Da müssen sie schon zu dritt anpacken. Das ist ja nicht nur das Gewicht, was man so auf dem Rücken hat, und gleichzeitig noch diese ganze Körperspannung und Haltung, die es dann wirklich anstrengend macht. Okay. Ja. Jetzt noch aufbauen und reinigen. Kommt noch das Klavier-Transporterlied. So, jetzt nur noch den Dicken. Der Dicke. Okay, Gleichgewicht. Bereit, draußen, komm raus. Das ist der große Konzertflügel, 520 Kilo schwer. Jetzt. Mit dem 2,74 Meter langen Instrument müssen Sie einen anderen Weg nehmen. Das Treppenhaus ist zu klein. Bei mir ist super. Okay, dann los. Okay, du musst mir nicht alles geben. Ja, ich hab den aber. Ich gehe eine Stufe mehr. So, und wir heben an, drückt ihr runter. Einfach runterdrücken. Genau. Gut. Wir müssen hier so knapp wie möglich vorbei. Komm, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jo. Mitten durch die Baustelle des künftigen Konzertsaals führt der Weg. Okay, dann geh erst mal nach innen. Nur noch eine Treppe. Okay, 1, 2, 3. Bei mir ist gut. Ja. Aber so geht's schon im Gang. Ja, Jungs, das war's. Die ganze Arbeit erledigt. Ja, du bist der Neue. Komm her. Die Schlepperei ist geschafft, der Rest dagegen nur noch ein Kinderspiel.
Spaß, bei mir auch. Ich hoffe, wir sind alle zufrieden, oder? Ja. War anstrengend, aber hat Spaß gemacht.